Guten Tag, liebe Padawane. Willkommen zurück bei Star Wars Jedi Fallen Order. Weiter geht es hier mit Cal Kestis und BD-1 auf Kashyyyk. Kann ich das nicht umstoßen? Doch, falsche Taste. La 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 la. Da drüben, einer der Cutter läuft. Ist das vielleicht eine Übung? Jedi gesichtet! Okay. Ich werde ihn kriegen. Jemand anderer soll ihn angreifen. Er ist schwer zu verfolgen. Ich krieg dich schon. Oh nein, 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 nein. Ich kann ihn nicht. Na komm, trau dich. Da hat er Angst gekriegt. Bitte töte mich nicht. Warum ruckelt das Bild auf einmal so? Was sollen das? Was haben wir denn da? Ein Echo wieder. Wookie-Krieger ließen das zurück. Im Kampf gegen das Imperium versteckten sie sich hier. Versteckte Wookies. Der Helm eines Wookies. Er wurde in einem Versteck ihrer Krieger zurückgelassen. Interessant. Okay. Ist das so ein Hackding? Nee, das kann ich einfach so öffnen. Piep, piep. Guten Tag. Achtung, an alle Einheiten. Wir haben gerade eben den Kontakt zur Wrackstation 119 Wreck verloren. Guck mal, da warten sie schon. Aber mit meinem Doppellichtschwert bin ich sehr hart. Müsst ihr doch zugeben, oder? Position erreicht. Der Jedi ist hier. Ja, ich hab ihn erwischt. Aufgeladen. Lauf da. Nimm mir doch mal lieber das eine. Ich glaube, gegen mehrere Feinde ist das Doppellichtschwert schon gut. Aber das eine macht halt, glaube ich, deutlich mehr Schaden. Es ist, tut es zwar, glaube ich, nicht, aber es ist so ein Gefühl. Wisst ihr, wie ich meine? Also, naja, das ist komisch. Okay. Das kriege ich. Und damit ihr. Oh nein. Immer das Gleiche. Ah, das war zu früh. Lass mich doch. Ah, Gott. Bring doch. Irgendwie macht er es nicht. Na, siehst du, geht doch. Ja, okay. Ich habe einen Fertigkeitenpunkt, den würde ich gerne ausgeben. Was fehlt mir denn jetzt hier noch eigentlich mit einem Punkt? Verbesserter Vorstoß. Erhöht die Distanz, die Cal mit einer Sprintattacke zurücklegen kann. Das ist eigentlich recht praktisch. Kostet 2, das hier, linker Stick drücken und X. Greift Cal aus einem Sprint heraus an, kann er einen speziellen Lichtschwertangriff ausführen. Gruppenversammlung. Hältst du verlangsamen, kann Cal die Ziele in seinem Umfeld verlangsamen. Anvisierte Gegner werden länger verlangsamt. Achso, das ist das mit länger verlangsamen, okay. Dann nehmen wir doch das hier. Padang! Okay, legen wir eine längere Strecke zurück.
Ich bin halt schon angeschlagen, ne? Ich habe bestimmt noch 4 Halbpacks. Wenn ich jetzt speichere, muss ich die Kalle da oben wieder besiegen. Na ja, komm, lass mal. Ich heil mich lieber. Hey, BD1! Viel besser. Das passt schon. Na gut, dann hier rüber wieder. Ja. Ich bin auch dumm. Ich drück die ganze Zeit die falsche Taste. Jetzt habe ich lange nicht mehr Star Wars gespielt und bin so raus. Gibt's nicht. Selbst die einfachsten Sachen funktionieren nicht. Mein linker Trigger, drück ich drauf. Ist das so? Sei gnädig. Kämpfe gegen mich, Verräter. Okay, wie du willst. Du gehofft, du kannst mich treffen? Du wirst fallen. Ich werde nichts zurückstecken. Sie fliehen vor uns. Gehen doch einfacher als gedacht. Kann ihn scannen. Energiestab-Auslöschungstruppler. Das ist ein langer Name. Kann nach Paraden zum Gegenangriff übergehen. Bleibe wachsam. Vernachlässigt nach einem Combo-Angriff kurzzeitig die Verteidigung. Auslöschungstruppler sind Jäger der imperialen Inquisition, die Überlebenden des verräterischen Ordens der Jedi aufspüren. Sie operieren in den Schatten und bereisen die gesamte Galaxis, um die Inquisitoren auf ihren dunklen Missionen zu unterstützen. Diese spezialisierte Klasse vertraut im Kampf primär auf Energiestäbe und ist für jeden Gegner mit Lichtschwert eine tödliche Herausforderung. Ihre Beweglichkeit und ihre Rachegelüste manifestieren sich in einer tödlichen Kombination aus intuitiven Gegenangriffen und trainierten Manövern. Du musst die Wookies da rausholen. Los, Bewegung, Jedi. Lüftung offen! Los! Okay, ich gehe ja schon. Abkürzung freigeschaltet. Okay. Auch smart gemacht, dass BD1 oben lang klettert. Die wieder. Flammenkäfer, sie kommen durch die Wände! Auf ihr Nest! Fall nicht zurück, BD1. Flammenwerfer-Guy. Behaltet ihn einfach im Auge. Komm schon, lasst euch nicht von ihm erwischen. Jetzt können wir die auch scannen. So, das sind die Flammentruppler. Finde Wege, um den Truppler zu umgehen. Flammenwerfer muss nach jedem Einsatz abkühlen. Verkürze den Abstand und greife an. Flammentruppler sind spezialisierte Kommandos, die die Kriegsmaschinerie des Galaktischen Imperiums unterstützen. Der Flammenwerfer dieses mit Brandwaffen hochinfizierten Einheit hat eine Reichweite von etwa 10 Metern und damit einen breiten, aber kurzen Wirkungsbereich. Aufgrund ihrer begrenzten Beweglichkeit setzen sie ihre Waffe ein, und die Bewegungsfreiheit des Ziels einzuschränken und es in Position zu bringen. Ihr Flammenwerfer ist zwar tödlich, verwendet aber entzündliche Substanzen, die ein Abkühlen der Waffe erforderlich machen. Da hat man ja eben gesehen, er konnte nicht dauerhaft schießen, sondern er musste halt einen Moment warten, bis er dann weiter angreifen konnte. Okay, hier ist sonst nichts weiter. Muss ich hier hochklettern? Was ist gerade passiert? Kann ich da nicht rüberspringen? Ah, jetzt. Willst du dich wirklich in das Ding einklinken? Okay.
eine Abkürzung? Deshalb wolltest du es verschieben. Davon wusstest du gar nichts, richtig? Du wolltest nur den Cutter einschalten. Okay, das sah ziemlich geil aus, wie das Ding das Teil einfach so in sich aufgesogen hat. Okay, warte. Einfach jetzt smooth durch. Ja, so viel zum Thema smooth. Na, jetzt. Ist hier oben noch was? Hi! Aber der kommt eh gleich wieder. Ich werde jetzt nämlich nochmal hier kurz meditieren. Diesmal speichere ich. Ausruhen. Gut. Nun denn, Freunde. Aber das Respawn hat schon einen Vorteil. Die Gegner werden so ein bisschen in ihre Default-Position zurückgesetzt. Was zum Henker? Ja. Verdammt. Oh Gott. Frage ich mich auch gerade. Alter. Ja, Hilfe. Werd hier von Gegnern belagert. Ich hab die. Alter, ich hab die. Die Spinne noch anvisiert. Alter, die Viecher sind saunervig. Das tötet mich gleich. Ja, wenn das Spiel so dermaßen ruckelt, macht's halt auch nicht einfach. Sind wir gut genug für den Sieg? Nicht stillstehen! Yeah. Komm schon, auf ihn! Ah. Er bewegt sich! Stimmt, hierher! Ja, okay, was ist das jetzt? Alter. Er hätte fast Terrarium-Samen erhalten. Und hier. Hey! Was ist es? Neues Lichtschildmaterial erhalten. Donium. Donium, Donium. Hier das Nest von den Dingern oder wie? Oh, da ist noch was. Warum sagt mir mein Gefühl, dass gleich noch so einen kommt? What the fuck? Die ist größer und hässlicher. Bug. Abstand vergrößern. War das eben? Na, das überlebe ich nicht. Werde ich mich wieder hier raus? Von der misslichen Lage befreien. Lass mich in Ruhe. Kommt ihr mir hinterher? Ja, doof, wenn ich jetzt meditiere, darf ich den ganzen Käse halt nochmal machen, aber ich bin da halt kurz vorm Exodus. Ist halt nicht so förderlich gerade. Gar nicht so leicht. Ich lass das erstmal kurz. Nichts. Oh Gott. Sie hat mich wieder genotist. Da! Nein, 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 nein. Okay. Fuck you. So schon mal gar nicht.
Okay, ist hier noch irgendwas? Ach, guck an, da kann ich durch. War ganz schön dunkel, du. Ah, guck mal. Da muss ich gar nicht gegen sie kämpfen. Geht's gut, Medians? Eine Machtessenz. Hier unten ist schon wieder was. So eine Art Netz. Hey, wer da? Ah! Was war da drin? Nur das Poncho-Material erhalten. Kommando. Okay. Hätte ich das mal vorher gewusst, dann hätte ich mir den Ärger mit ihr noch sparen können und hätte noch ein bisschen mehr Lebensenergie. Jetzt muss ich mir halt die Frage stellen, soll ich jetzt nochmal speichern bzw. zum Meditationspunkt gehen und immer gegen die Gegner kämpfen oder was mache ich jetzt? Das ist halt die Frage. It's a hard choice. Ich glaube, ich muss die Gegner dann gleich nochmal plätten. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig. So leid's mir tut. Aber ist das schade. Na los, hol Venus! Verstanden? Ja, die Flammenwerfer-Typen sind halt echt die Pest gerade. Durchbrecht seine Verteidigung! Jedi getroffen! Seid vorsichtig! Ich hab ihn! Hilfe! Wenn er sich weiter erholt, ist alles vorbei! Ich bleib kurz zurück! Bringt uns jetzt alle um? Ich bin nur noch nicht übrig! Okay, aber die Spinnen kamen nicht wieder. Das ist gut, weil die waren echt am nervigsten und am stärksten. Mit den Sturmtruppen, dann kann ich es aufnehmen. Das ist nicht das Ding, aber diese Spinnen, die sind halt echt übel. Guck mal, da ist eine. Ist das die von eben? Ich würde ja gerne plätten, aber ich traue mich nicht. Guck mal, da oben ist noch was. Ein weiteres Echo. Frage ist, wo geht's lang? Also ich kann... Und hier kam ich jetzt. Hier. Da habe ich das Echo her. Hier geht's weiter und da geht's natürlich auch weiter. Und ich muss hier lang. Na, dann gehen wir mal hier rüber. Und das Spielchen kennen wir schon. Was hast du? Harzfässer, ein Fass mit raffiniertem Virschierharz. Durch die Raffination wird jede Ureinheit entfernt und eine instabile Chemikalie destilliert. Wofür genau das Imperium diese Substanz benutzt, ist derzeit unklar. Jedes Fass raffinierten Harz werden über 200 Tonnen Industrieabfälle in die nahen Gewässer verklappt, was den Planeten langsam vergiftet. Na, die Brühe da unten, die sieht ja auch nicht gerade gesund aus. Da will ich nicht freiwillig rein wollen. Ups. Falsche Taste gedrückt. Das war's. Wenigstens sind wir überlegen. Was macht er denn? Also manchmal ist die Abfrage hier so ein bisschen... Das ist jetzt alles nicht wahr, oder? Junge, halt dich fest jetzt. Ja. Noch ein gekaperter Cutter. Melde aktiven Cutter am Zellenblock. Benötigen sofort Hilfe. Er bricht durch und zerstört alles. Augen nach oben. Und dann. Jemand anderer soll ihn ausschalten. Holt euch den Jedi!
Rüstung ist zu robust. Ich lasse nicht zu, dass du gewinnst, Verräter. Wieso Verräter? Ich habe euch nicht verraten. Wirf ihn her. Das genau. Fühlt sich besser an. Lieber mal heilen, bevor ich hier gleich den Löffel abgebe. Ich weiß ja nicht, was noch hier kommt. Ah, okay. Durch. Seid ihr noch am Leben? Sie jetzt schon. Fast beim Gefängnis. Gut. Wir haben imperiale Notsignale auf dem ganzen Planeten. Holt die Gefangenen da raus, sonst... Wir schaffen das. Versprochen. Hier, da links steht einer. Und hier rechts geht's weiter. Dann können wir weiter, ja. Auf die Map gucken. Ja, okay, da ist schon das Gefängnis. Das heißt, ich muss da durch. Meditiere mal und guck mal, ob ich auf der anderen Seite vielleicht noch was finde. Wer weiß, was da noch ist. Gut. Fähigkeitenbaum. Gucken wir doch mal, ob wir noch vielleicht irgendwas freischalten können mit einem Punkt. Karls maximale Gesundheit erhöht sich. Das nehme ich. Was ist denn? Oder war ich hier drauf? So, ich war aus Versehen hier drauf. Ich dachte so, ah, okay. Maximales Leben geht noch. Wartest du einen Moment, bevor du einen Angriff ausführst, nachdem Karl sein Lichtschwert geschwungen hat, kann er einen Spezialangriff mit größerer Reichweite ausführen. Okay, da bin ich mal interessiert, wie das aussieht. Achso, okay. Erst kurz warten und dann sticht er zu. Könnte ganz cool sein. Guck ich mir gleich mal näher an. Dumm die dumm. Aber ich mache an dieser Stelle erstmal ein Päuschen und sage, danke sehr fürs Zusehen bei Star Wars Jedi Fallen Order. In der nächsten Folge geht es weiter mit Cal und BD-1 hier in dieser Raffinerieanlage. Also dann, bis zum nächsten Mal bei Star Wars Jedi Fallen Order.